Ich finde diese Sendung so toll. Die ist auch extrem spannend. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Was? Es ist schon 8:55? Oh, wir müssen in 20 Minuten beim Kinderarzt sein. Emma, machst du dich dann bitte auch fertig? Wir müssen gleich los. Wo habe ich denn meine Tasche hingetan? Oh Mann, die Zeit. Emma, wo steckst du denn schon wieder? Bist du schon fertig? Können wir los? Emma, jetzt lass den Quatsch. Wo bist du denn? Versteckst du dich etwa unter der Decke? Emma, komm raus. Emma, für deine Spielchen habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Wir müssen los. Wir kommen zu spät. Oh, ich weiß auch, dass du unter der Decke bist. Emma, jetzt komm raus. Hä? Nicht im Bett? Wo bist du denn dann? Emma! Oh Mann, das raubt mir total die Zeit. Wir müssen los. Oh Mann, ist das cool. Julian, kannst du mir mal Ja? weiterhelfen? Wo steckt denn die Emma? Wo soll ich das denn wissen, Mama? Ich bin in meinem Zimmer, als ob Emma jetzt Ach hier komm schon, ist. Julian, du weißt es ganz Nein, genau. ich weiß es nicht, Mama. Warum denkst du immer, dass ich den Unsinn mache? So schlimm bin ich nun auch wieder nicht. Außerdem will ich hier nur in Ruhe gerade dieses Video schauen. Und ich werde immer dabei gestört. Entweder von dir, von Papa, von Hannah oder von Emma. Also von allen. Ja, ist gut. Aber Julian, wärst du nicht wenigstens so nett, um mir zu helfen, bitte? Oh, Ich muss wirklich los. Mann. Komm, du weißt ganz genau, wo sie ist. Ach Mama, ich habe keine Lust. Warum muss das denn sein? Es geht doch um Emma und nicht um mich. Bitte. Oh, bitte nicht, Mama, bitte. Ach Julian, komm schon, bitte. Ich gehe jetzt nach unten und suche Oh, nach ja, ihr und du gut, kannst ja bitte in den okay. anderen Zimmern Ja, ist gucken. ja gut. Emma? Hier ist sie auch nicht. Wo ist sie denn bloß? Was sind das für Stimmen? Habe ich etwa den Fernseher angelassen? Ach, jetzt weiß ich, wo Emma ist. Fernsehen gucken. Der ist einfach hinge. Oh, Ach, Mama! Julian, du bist es. Also Emma ist nicht hier. Ich hab wirklich gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Tut mir Ach, leid. Julian, such bitte weiter. Oh. Los jetzt, Julian, sei mir bitte eine Hilfe. Wo ist die Emma jetzt? Ach, Mann. Ach, langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich suche dann im großen Wohnzimmer weiter, okay, Mama? Mach das, Julian. Dankeschön. Ja, ist ja gut. Wo kann sie denn nur sein? Ich habe, glaube ich, jetzt schon alles abgesucht, obwohl. Oben im Badezimmer war ich noch nicht. Emma? Hier ist sie auch nicht. Aber sie war als letztes auf der Toilette. Da ist auch noch ihr Toilettensitz. Ach, das kann doch wohl nicht sein. Wir müssen in 10 Minuten beim Kinderarzt sein. Was ist denn nun mit ihr? Wo ist sie denn? Ist sie vielleicht draußen in dem Garten? Oh Mann, wie hat er das Tor nicht getroffen? Oh, ich würde das ja locker. Wobei, letztes, wo ich die Fenster. Na, egal. Ach Julian, das gibt es doch wohl jetzt nicht. Ich mache mir Sorgen um Emma und suche sie hier. Und du hast nichts Besseres zu tun, als Fernsehen zu Ich habe sie gucken? doch auch gesucht. Mama, tut mir leid, sie ist einfach nicht da. Ich war auch zwischenzeitlich mal in Hannas Zimmer und da war sie auch nicht. Also tut mir leid, ich weiß nicht, wo sie ist. Du musst halt auf Mann, sie wo kann sie aufpassen, denn Mama. sein? Ich mache mir riesen Sorgen. Ich kann sie einfach nicht finden. Vielleicht sollten wir besser die Polizei rufen. Guten Tag, Claudia Vogel hier. Ach, Sie sehen das schon auf Ihrem Display? Nein, ich rufe nicht an wegen Julian. Es geht um was ganz anderes. Ich vermisse meine kleine Tochter Emma. Sie ist 3 Jahre alt, hat einen türkisen Strampler an mit einem Pinguin drauf. Und ich kann sie nicht finden. Sie ist einfach weg. So, Frau Vogel, wo haben Sie denn die kleine Emma als letztes gesehen? Also eigentlich beim Frühstück. Aha, und danach haben Sie sich nicht mehr um die Kleine gekümmert? Naja, sie ist dann in ihr Zimmer gegangen zum Spielen. Aha, Eigentlich glaube ich ja, dass sie noch aha. irgendwo hier ist. Sie ist doch nicht Und da abgehauen. rufen Sie die Polizei? Also ich meine, wen soll ich sonst rufen? Hey Mama, ach, die Polizei ist schon da. Hey, hallo! Oh Mann, ich glaube, ich sollte lieber verschwinden. Die kennen mich bestimmt. Hallo, kleiner Mann. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Bist du nicht der letztens. Nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nee, ich bin der nicht. Auf gar keinen Fall. Oh Mann. Hey Mama, ich wollte dich kurz mal was fragen Was noch. Also du denn? suchst ja Emma, ne? Ja, Und, immer noch. hast du es mal damit versucht? Womit? Hallo, hier bei Familie Vogel gibt's gratis, ganz, ganz heißen, tollen Kakao. Gratis, heißen, tollen Kakao. Und nur für Mädchen. Was? Es gibt Kakao? Wo denn? Ich kann ihn noch gar nicht riechen. Ich liebe Kakao. Ich wusste es doch, Mama. Hast du gesehen? Emma, da bist du ja. Wo warst du die ganze Zeit? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wo ist denn der Kakao? Ich hätte gerne eine große Tasse mit Sahne. Und schön warm soll er sein. Emma, ich habe mir riesige Sorgen um dich gemacht. Du warst einfach verschwunden. Ich habe schon die Polizei angerufen. Was soll das? Naja, haben Sie gesehen? Also ich bin super Detektiv. Ich habe das sofort rausgefunden. Sie können jetzt gehen. Ah, jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist doch dieser Junge, der ständig im Aquapark Ärger macht. Ja. Was? Wie bitte? Ich und Ärger? Niemals. Also da kennen Sie mich anscheinend nicht. Ich kenne Sie auch nicht. Sie wissen ja, wo die Tür ist. Tschüss. Hey Emma, sag mal, die Spülmaschine, das ist aber ein bisschen gefährlich, oder? Mach das lieber nicht. Und außerdem, Kakao gibt's leider nicht. Sorry. Was? Es gibt keinen Kakao? Aber da hat doch wirklich jemand gerufen. Ja, das war Leckeren, ich. warmen Kakao. Sorry. Du? Oh Mann.
Ist doch jetzt vollkommen egal. Dieser Kakao. Na und? Wir müssen jetzt wirklich los, Emma. Wir müssen zum Kinderarzt. Du bekommst doch deine Impfung. Hoffentlich schaffen wir es noch rechtzeitig. Oh nein, nicht die Impfung. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das war ja auch der Grund, warum ich mich versteckt habe. Oh nein, ich gehe schnell wieder zurück. Ich bin nicht da. Wenn mich jemand sucht, keiner weiß, wo ich bin. Julia, mach mal bitte die Klappe zu. Emma, ich sag's jetzt kein zweites Mal. Es ist heute Zeit zum Baden. Wo steckst du nur? Emma, wenn du dich jetzt hier im Bett versteckst, komm sofort raus. Ich zähl bis drei. Eins, zwei. Kannst ruhig bis drei zählen. Du findest mich nie. Ich versteck mich hier im Schrank. Ich werde heute nicht baden. Auf gar keinen Fall. Oh, Emma, ich hab jetzt wirklich die Faxen dicke. Julian ist heute schon zu spät zur Kita gekommen. Du machst hier nur Ärger, willst nicht baden. Und Hannas Unterstützung, die fehlt mir hier. Sie ist bei Oma und Opa. Mann! Och, Emma, bitte komm raus. Ich hab hier schon warmes Wasser eingelassen für dich. Und dein Lieblingsschaum, hm? Der steht auch für dich bereit. Komm raus. Och, Emmerlein, mein kleiner Spatz, komm raus. Emma! Emma, jetzt komm endlich raus! Oh, das Telefon klingelt jetzt auch noch. Ach, hallo, Badevogel? Ich meine Claudia Vogel hier? Was? Polizei? Wanzen? Ich verstehe kein Wort. Ich habe gerade was Wichtigeres zu tun. Meine Tochter will nicht baden gehen. Oh, als wenn ich nicht schon genug um die Ohren hätte. Jetzt ruft mich auch noch die Polizei an. Oh, kommt noch irgendwas? Emma, wenn du jetzt nicht wirklich rauskommst, dann vermiete ich dein Zimmer an Julian. Außerdem hat die Polizei gesagt, dass du auch baden gehen sollst. Hallo, Schatz, ich bin wieder da. Ach, freue ich mich heute auf euch. Das glaubst du gar nicht. Emma, jetzt komm sofort hier raus. Ich habe die Faxen dicke. Ich habe keine Geduld mehr. Okidoki, ich komme dann, glaube ich, eine Stunde später. Emma! Viel Spaß noch. Oh, das hört sich gar nicht. Oh, jetzt bin ich nicht mehr im Schrank. Ich habe mir schon ein neues Versteck gesucht. Ich verstecke mich jetzt hier im Bett bei denen. Die finden mich niemals. Emma, komm bitte raus. Bitte, bitte. Tu es für die Mama, bitte. Du kriegst auch eine Tafel Schokolade, bitte. Emma, bist du vielleicht hier? Komm bitte raus. Du kannst dir alles wünschen, was du willst. Geh doch bitte baden, bitte. Oh, jetzt ist noch jemand an der Tür. Ich komme. Oh, was kommt denn noch alles? Ich krieg echt zu viel. Ja, hallo, Polizei von Playmobil City hier. Ach, sie hätten angerufen. Ja, genau. Wir wollten einmal vorbeikommen. Vorbeikommen? Davon war doch gar nicht die Rede. Am Telefon. Oh doch. Wir beide haben telefoniert. Ach, das keine weiß ich Ahnung, noch. Ich erinnere mich nicht. Also, anscheinend ist hier ein Verbrecher in Playmobil City unterwegs und verwanzt hier die ganzen Wohnungen und Häuser. Und wir möchten untersuchen, ob dieses Haus auch betroffen ist. Frau Claudia Vogel. Oh, mir ist das eigentlich schnutzpiep egal. Sie können das auch ruhig ohne Durchsuchungsbefehl machen. Ich muss jetzt meine Tochter baden. Wo steckt die nur? Falls Sie mir helfen wollen, suchen Sie sie. Hm, dann schauen wir mal. Öfters ist es so hinter diesen Gegenständen. Ah, sieh mal einer an. Hier haben wir eine Wanze, Frau Vogel. Oh, ich brauch gar nicht mehr so tun. Sie ist schon weg. Sehr gut. Ach, da hab ich dich, du kleines Monster. Bleib sofort stehen. Ah, oh, Mama, bitte, ich will nicht baden. Bitte, heute nicht. Vielleicht morgen, bitte nicht. Oh, da werden meine Haare nass. Emma, jetzt ist wirklich Schluss. Du musst baden. Du hast erst letzte Woche das letzte Mal gebadet. Das ist viel zu lange her und du hast den ganzen Kopf voller Sand. Jetzt ist Schluss. Oh, Mama, das ist der neueste Trend. Sand in den Haaren. Liest du keine Zeitschriften? Das muss so. So, Frau Vogel, ich werde dann durch. Wir müssen aber noch mal ein Vier-Augen-Gespräch führen. Oh, das Kind ist ja da. Ohne das Kind, bitte. Ah, die Polizei. Sind Sie die Badepolizei? Können Sie bitte meiner Mutter sagen, dass ich heute nicht baden muss? Unter vier Augen? Können wir das nicht gerade hier oben machen? Ich bin eigentlich beschäftigt. Nein, das geht nicht. Das ist sehr, sehr vertraulich. Nur wir beide. Nur wir beide alleine. Ich wusste nicht, dass das Kind noch da ist. Emma, du bleibst jetzt genau hier. Wenn du dich wieder versteckst, dann gibt's richtig Ärger. Du wartest genau hier. Rühr dich nicht von der Stelle. Frau Vogel, wo bleiben Sie, ne? Ich komme. Oh, der stresst mich jetzt auch noch zusätzlich. Oh, perfektes Timing mit der Polizei. Pech gehabt, Mama. Ich nutze die Chance und hau ab. Wo ist mein nächstes Versteck? Was ist denn jetzt bitte hier überhaupt in dem Haus los? Warum sind Sie da? Können Sie mir das nochmal erklären? Na, weil ich dich liebe. Deswegen bin ich hier, Claudia. Nur weil ich dich liebe. Was? Du warst das? Oder war das ein Freund von dir? War das ein Lockvogel oder so? Nein, Claudia. Das war ich die ganze Zeit. Ich habe extra eine Theaterschule besucht, damit ich die Stimme so verstellen kann und als Polizist auftreten kann. Und das war ein Kostüm. Alles nur für dich. Claudia, ich liebe dich. Du weißt es ganz genau. Ich will mit dir verreisen. Ich will, dass du mit mir kommst. Bitte. Okay, Sebastian, umarm mich nicht. Claudia, das war ein Schubser der Liebe. Ich hab's gemerkt. Das ist durch meinen ganzen Körper gefahren, wie ein Blitz. Was ist das denn, bitteschön? Ein Bollerwagen? Und da sind ja Handschellen drin. Wolltest du mich etwa entführen? Claudia, nein, ich wollte nur sicher gehen, dass du mit mir mitkommst. Und ich würde sowas nicht Entführung nennen. Du hast nur so lange Fingernägel, damit könntest du mich kratzen. Das werde ich sicherlich machen. Aber vorerst rufe ich die Polizei. Du bleibst genau hier. Hallo Schatz, ich bin jetzt da und ich war vorher auch nicht da. Also ich habe jetzt erst Feierabend gemacht und
deswegen bin ich jetzt erst da. Hi! Claudia, bitte! Schatz, sag mal, was ist hier denn los? Was ist das nicht? Ist das nicht der Steuerberater? Also dein. Was macht dein Ex-Freund hier? Ach, Martin, das frage ich mich auch. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Du kannst hier auf ihn aufpassen. Claudia, bitte ruf nicht die Polizei. Wenn nur die Polizei der Liebe. Damit es endlich Gerechtigkeit gibt und du mich heiratest. Ach, Claudia Vogel? Ja, hier ist ein Notfall. Mich möchte mein Ex-Freund entführen. Können Sie bitte kommen? Oh nein, warum muss sie denn extra die Polizei rufen? Wegen mir. Ich werde hier sofort verschwinden. Hey, stehen geblieben. Sag mal, wenn du schon mal hier bist, können wir vielleicht meine Steuererklärung vom letzten Jahr nochmal machen? Also ich habe da ein bisschen Probleme. Hey! Wo will der denn hin? Martin, du sollst doch auf ihn aufpassen. Hey, stehen geblieben. Stehen geblieben? Das ist es. Ich bin doch hier das Opfer. Das Opfer der Liebe, Claudia. Ich bin der Gefangene. Du hast mich gefangen, Claudia. Mit deiner Liebe. Och, ich bin dein Gefangener, Claudia. Bastian, bist du total verrückt geworden? Mit den Handschellen wolltest du mich entführen. Schon vergessen? Das glaubt dir doch keiner. Wow, wow. Schatz, sag mal, warum hast du ihm denn jetzt die Handschellen angelegt? Also das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Siehst du, Claudia? Ich bin ein Gefangener der Liebe. Deiner Liebe. Das weiß selbst dein Mann. Martin, kannst du das bitte sein lassen? Ich habe ihn nicht gefesselt. Du solltest mir doch helfen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wobei, ich glaube, meine Hilfe brauchst du jetzt nicht mehr. Guck mal, wer da ist. Hände hoch! Hier soll eine Entführung stattfinden. Ja, ich wurde entführt. Von der Liebe. Claudia, ich liebe dich für immer. Du weißt das. Sieh da, Hände hoch. Warum wollten sie diesen Mann hier entführen? Warum hat er Handschellen um? Wie bitte? Er wollte mich doch entführen. Ich habe sie doch angerufen. Ohne mich wären sie gar nicht hier. Das stimmt, das ist der Ex-Freund von meiner Frau und ja, er macht Steuererklärung, aber das ist ein anderes Thema. Er wollte meine Frau entführen. Du, Sabine, ist das nicht der, das ist doch der Bastian, oder nicht, den wir schon seit längerem suchen? Simon, du hast recht, der wird doch gesucht per Haftbefehl. Oh Mann, das habe ich ja total vergessen, ich werde ja immer noch von der Polizei gesucht. Mist. Dann würde ich mal sagen, wie auf dem Silbertablett serviert. Sie sind ja schon gefesselt. Perfekt. Könnte man wohl so sagen. Und wissen Sie was? Das war er sogar selber. Schön blöd. Also, was ich von dem schon für Geschichten gehört habe. Letztens war er auf der Wache, verkleidet und meinte, dass er mich lieben würde. Ich glaube, der liebt einfach jeden. Claudia, hör da nicht drauf. Ich liebe nur dich. Das weißt du ganz genau. Und die anderen 15 Claudias. Aber egal. So, ich würde mal sagen, wir fahren dann schon mal los. Könnte ein bisschen länger dauern zum Polizeirevier. Also gut, vielen Dank für Ihre Hilfe. Und verzeihen Sie uns, dass wir Sie als Schuldige angesehen haben. Sie sind natürlich das Opfer. Wie bitte? Ich bin doch das Opfer. Ich bin das Opfer von Claudia. Sie hat mich gefangen mit ihrer Liebe. Sie soll mich freilassen. Ach, herrje. Bastian, weißt du was? Du bist freigelassen. Hier, ich kann es dir auch schriftlich geben sonst. Oh Gott, lass dich nie wieder hier blicken. Ich will dich nicht sehen. Okay, Pia. Wir stecken unter einer Decke. Du musst ganz leise sein. Ich bin jetzt auch ein Kaninchen. Wir teilen uns deine Bude. Oh Mann, ich hoffe, Julian ist schon zu Hause. Hoffentlich ist er die Abkürzung gegangen. Julian! Mann, das ist nicht mehr witzig. Versteckst du dich irgendwo? Julian, wo bist du? Julian, wenn du dich jetzt oben versteckst und dann auch noch lachst, dann spreche ich nie wieder ein Wort mit dir. In seinem Zimmer ist er auch nicht. Och Mann, wo kann der bloß sein? Papa, ist Julian schon zurück? Hanna, was, Julian? Nee, der ist doch nicht zurück. Ihr solltet doch zusammen zurückkommen, oder nicht, Liebes? Ich hab ihn verloren. Wie, du hast ihn verloren? Ist das dein Ernst? Hanna, warte, ich ruf gerade deine Mama an. Es klingelt. Ja, Claudia. Martin hier. Du, ist Julian bei dir? Der ist nicht bei dir. Okay, das ist nicht gut. Dann wissen wir nicht, wo Julian ist. Oh Mann, das ist meine Schuld. Ich hätte doch auf ihn warten sollen. Mist. Oh, Hanna war heute so nervig. Und jetzt bin ich endlich frei, frei. Ich kann mein eigenes Leben leben. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich guck mal. Aha, ich sehe schon, der Spielplatz. Oh, da werde ich mich austoben. Das wird mir Spaß machen. Und das ganz alleine. Wow, der Spielplatz ist echt voll. Aber ich muss ja auf keinen aufpassen. Und keiner passt auf mich auf. Das heißt, ich kann hier spielen, wie ich will. Yes! Hi, ich bin Julian. Und kann ich dir mal was erzählen? Was denn? Ich habe letztens so ein Video gesehen. Aha. Und wenn man jetzt hier schnell genug drehen würde, dann würden wir in der Galaxie landen. Echt? Das ist ja total... Ja, das geht ganz schnell. Lass uns mal ausprobieren. Ja. Hanna, beruhig dich doch. Wo ist er bloß? Das ist nicht deine Schuld. Das kann passieren. Das ist halt Julian. Trink erstmal deinen Kakao. Also bei der Feuerwehr habe ich eines gelernt. Man muss ganz, ganz ruhig bleiben in solchen Situationen. Okay? Okay, Papa. Aber Hanna, überleg jetzt nochmal, wo könnte Julian nur sein? Also Julian ist total gerne im Pool. Im Pool? Hier zu Hause?
Nein, das kann nicht sein. Sonst hätte ich ihn gesehen. Ich war die ganze Zeit zu Hause. Vielleicht ist er beim Baumhaus. Im Baumhaus? Nein, ich glaube nicht. Oder im Einkaufszentrum? Einkaufszentrum, das könnte vielleicht sein. Überleg mal weiter, was könnte es sonst sein? Oder vielleicht bei Freunden aus der Kita. Ah, das ist... Ja, doch, wir telefonieren mal. Ja, guten Tag, Martin Vogel hier. Ist der Julian eventuell bei euch? Nein. Okay, alles klar. Ja, falls ihr ihn seht, bitte nach Hause schicken. Wir sind auf der Suche nach ihm. Und Papa? Tut mir leid, Liebes. Julian ist nirgendwo. Deswegen gehen wir den jetzt mal suchen. Okay, Hannah, wir machen jetzt Folgendes. Wo bist du denn lang gegangen? Den ganzen Weg gehen wir jetzt mal zurück und vielleicht finden wir dann ja Julian. Okay, zeige ich dir, Papa. Hey, du da! Du lahme Schnecke, du! Wie bitte? Ich bin Julian Vogel, der schnellste Kletterer hier in Playmobil City. Und du kannst jetzt meinen Staub fressen. Das wollen wir mal sehen, wer als erstes oben ist. Los geht's! Na, wo bleibst du denn? Hey, ich hänge hier irgendwie fest. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich bin Erster, wie immer. Julian Vogel ist die Nummer 1. Also ich möchte als erstes meinen Fans danken und dann möchte ich meiner Mama danken für das tolle Frühstück heute Morgen. Das waren super Kelloggs, Mama. Komm mal runter, du hast doch das Klettern gewonnen. Ja und? Oh, ich sehe Papa und Hannah. Ich muss mich verstecken. Julian. Julian, wo bist du? Herr Julian Vogel, wo bist du? Julian. Mensch, Julian, bist du hier beim Spielplatz? Ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Die rufen immer noch nach mir. Das heißt, die Party hier kann weitergehen. Ich gehe mal als nächstes auf die Kletterwand. Hanna, meine Kleine, wir gehen jetzt nach Hause, okay? Ich denke, er ist schon wieder nach Hause gekommen, bestimmt. So wie ich den Julian kenne, der hat zwar Spaß draußen, aber der möchte immer schnellstmöglich nach Hause. Deswegen kommen wir gehen jetzt. Martin, Hannah, da seid ihr ja endlich. Ich bin sofort nach Hause gekommen, als ich gehört habe, dass Julian nicht da ist. Wie, Julian ist immer noch nicht zu Hause? Wo ist er denn? Oh, dieser Junge, ich habe ihn nicht gefunden, Mama. Nicht. Mama, wo ist Julian? Das kann doch nicht sein. Ich weiß es auch nicht. Martin, ich wollte es jetzt nicht vor den Kindern so laut sagen, aber was ist, wenn Julian was zugestoßen ist? Ich habe ihm heute Morgen nicht so viel Schokolade gegeben zum Frühstück. Vielleicht Claudia, hat er mir Claudia, das macht dir jetzt keine Vorwürfe. Nein, er hatte bestimmt was ganz Tolles heute Morgen. Daran liegt es nicht. Das ist halt einfach Julian. Ich werde jetzt die Polizei anrufen. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Ja, ruf mal die Polizei an. Hätten wir vielleicht auch schon von Anfang an machen sollen. Hallo? Ja, guten Tag, hier ist Claudia Vogel. Ich vermisse meinen Sohn. Der ist 5 Jahre alt. Wir haben den verloren, also meine kleine Tochter hat den verloren, als sie mit ihm draußen war. Und jetzt ist er verschwunden. Sie schicken jemanden vorbei? Danke. Vielleicht kommt Julia nicht mehr wieder und dann kriege ich sein Zimmer und dann habe ich endlich mein eigenes Zimmer. Vielleicht nehme ich dann auch sein Bett, das ist viel besser als meins. Ja! Frau Vogel, bleiben Sie ruhig. Ach, danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Wir haben alle Kräfte mobilisiert, die wir bei uns auf dem Revier haben. Wir bräuchten aber noch einen persönlichen Gegenstand für unseren Spürhund. Ah, okay, ich hole kurz einen. Einen Moment. Oh, du bist aber ein süßer Hund. Wie heißt du denn? Möchtest du nicht mit mir reden? Papa, können wir den Hund behalten? Also hier, das ist Julians Lieblingsdecke. Die riecht auf jeden Fall nach ihm. Okay, das ist sehr, sehr gut. Wir bräuchten aber noch ein paar nähere Informationen zu Julian. Wie sieht er denn aus? 34 hier. Ja, Vermisstensuche nach einem 5-jährigen Jungen. Rote Haare, Name Julian Vogel. Scheint sehr, sehr frech zu sein. Blauer Kapuzenpulli, grüne Hose und rote Sportschuhe. Ach ja, und er hat noch ein weiß-rot gestreiftes T-Shirt an. Das ist richtig, genau. Das trägt er immer und am liebsten. Habe ich hier gerade meinen Namen gehört? Julian, du bist da. Julian, wo warst du denn nur? Oh, ich brauche dringend mal wieder eine Veränderung. Irgendwie bin ich total gelangweilt von allem. Oh nein, warum passt du denn da? Was? Veränderung? Ja klar, warum nicht? Ach, zum Beispiel hier im Wohnzimmer. Da muss dringend mal frischer Wind rein. Das sieht schon seit Ewigkeiten so aus wie jetzt. Total öde. Die Küche, die ist zwar neu, aber wir haben noch nicht mal für jeden von uns einen Stuhl. Und irgendwie könnte auch noch ein bisschen mehr Deko hier rein. Veränderung? Warte, was meinst du damit genau? Also, findest du mich jetzt nicht... Oh, nee, bitte, ich möchte keine neue Frisur. Oder möchtest du eine? Also, von mir aus, kein Problem. Martin, ich rede doch nicht von unseren Frisuren. Ich rede von dem Haus. Ich würde so gerne mal irgendwie was Neues hier haben. Also, ich... Keine Ahnung, neue Möbel, neuer Anstrich. Weiß ich nicht. Ach, Claudia, Schatz, aber wir haben doch hier gerade erst alles so neu eingerichtet und auch renoviert und meinst du wirklich, ist es nötig, dass wir schon wieder was Neues brauchen? Ach, komm schon, Martin. Wir können ja wenigstens gucken gehen. Wie wär's, wenn wir zusammen zu Ikea gehen, hm?
Oh, Ikea? Oh, da waren wir lange nicht mehr und das war eigentlich auch gut so. Oh nein, diese langen Gänge und nein, das Lager, bitte nicht. Oh, was habe ich gehört? Ikea, wir kommen mit! Ja! Und ich muss wahrscheinlich wieder mit, danke! Ja, gut, dann bin ich wohl überstimmt worden. Ja, naja. Los geht's! Los geht's. Wie voll ist einfach mal. Also wir finden bestimmt gar keinen Parkplatz. Sollen wir nicht lieber nach Hause? Schatz, lass uns doch lieber nach Martin, Hause fahren. Gib doch nicht so schnell auf. Ich freue mich schon total, Emma. Ich werde mir irgendwas Schönes aussuchen für mein Zimmer. Vielleicht ein bisschen Deko oder so. Na, wenn ich schon mitgeschleppt werde, dann will ich auch ein neues Bett. Ja, ich möchte ein neues Bett. Am besten genauso hoch, vielleicht noch ein bisschen höher. Ja, danke. Ich will auch was Neues. Ich sehe schon. Ich habe gar nicht so viel Geld dabei. Und ich glaube, auf dem Konto haben wir auch nicht mehr so viel. Also, oh Gott, ich werde mich wieder verschulden. Ja, da wären wir, glaube ich, ne? Wow, diese neue Eingangshalle, schick. Hey, worauf wartet ihr? Kommt rein. Oh, eine Wiese. Das ist ja gar keine Wiese. Warum wachsen hier denn Blumen auf dem Bett? Gibt's hier sonst keine Möbel? Ich dachte, hier gibt's ein bisschen mehr. Oh, langweilig. Leute, das ist nur die Eingangshalle. Das ist noch lange nicht alles gewesen. Wir gehen jetzt nach oben in die Möbelausstellung. Da gibt's einiges zu sehen. Also, hier ist die Treppe. Da gehen wir jetzt hoch und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Wow, wie viele Stühle sind das denn? Also, 1, 2, 3 und... Das sind echt richtig viele. So viele? Da wären wir wohl in der Stuhlabteilung, natürlich. Martin, guck doch mal, wie viele Stühle es hier gibt. Und die passen eigentlich so gut wie alle in unsere Küche rein. Aber welcher gefällt dir denn am besten? Also, um ehrlich zu sein, finde ich den hier gar nicht so schlecht. Den können wir doch mitnehmen, oder, Schatz? Meinst du? Oh Mann, warum guckt euch das mal an? Da hat jemand einen Fehler gemacht. Wer packt denn hier Stühle rein? Also die müssen doch auf den Boden und nicht da ins Regal oder so. Oh Mann, der echt kriegt sowas komisch. Von Ärger. Vielleicht ist das für die Bademeister. Ich finde auf jeden Fall den Stuhl gut. Der sieht so aus wie der in meinem Zimmer. Und wenn ich so einen noch hätte, dann könnte ich die zusammen an den Tisch stellen und dann kann man da zusammen sitzen, wenn ich Besuch habe. Also unsere Stühle in der Küche, die sind ja weiß und dunkelrot. Aber die Farben gibt's hier gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Oh, rot und gelb, rot und Holz und schwarz, ach, das passt irgendwie alles nicht. Martin, was meinst du denn? Oh Mann, Claudia, jetzt geht's schon wieder von vorne los. Wir entscheiden uns jetzt einfach und dann nehmen wir einen Stuhl mit, okay? Also von diesem ist nur einer übrig geblieben und den sollten wir auf jeden Fall direkt mitnehmen. Aber guck mal, Mama, ich möchte diesen Stuhl haben. Lass die Sachen da stehen. Leute, so funktioniert das alles nicht. Das ist eine Ausstellung, das ist wie im Museum, da könnt ihr nicht einfach ein Bild mitnehmen. Das geht nicht. Ich dachte, das wäre ein Geschäft, wo man sich den Stuhl dann mitnehmen kann. Kann ich den denn hier haben, bitte? Also, das funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt euch einen Stift und einen Zettel und dann schreibt ihr auf, wie der Stuhl heißt. Und dann holen wir den unten ab. Und Martin, das ist nicht der einzige Stuhl, den die hier haben. Davon gibt es bestimmt noch mehr. Also lass den ruhig da stehen. Also Mama, mein Stuhl heißt Paula. Schreibst du das bitte auf? Also ich finde diesen blauen Stuhl am schönsten. Da gehe ich jetzt mal kurz drauf und gucke, ob er bequem ist. Emma, du kannst doch da ganz nach oben klettern, also ganz hoch. Also das ist doch ganz praktisch bei so einem Regal. Meinst du, Julian? Guck mal, der Orange, der ist auch nicht schlecht. Welchen findest du besser? Kinder und Martin, wir wollen rüber in die Tischabteilung. Stühle ist jetzt schon durch. Oh, guckt euch mal diese Tische an, schön. Oh, der hätte ich direkt Lust auf einen neuen Esstisch, oder? Emma, wo bleibst du denn? Los, komm, wir wollen weiter. Komisch, warum ist denn hier überall Dekoration auf den Tischen? Die haben hier alles schon richtig frühlinghaft dekoriert. Da könnte man sich ja überlegen, ob das zu einem Zuhause auch passt. Aber Claudia, Schatz, also hör mir doch mal kurz zu. Also einen Tisch brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Wo willst du den denn hinstellen? Also im zweiten Wohnzimmer, da brauchen wir doch keinen Tisch mehr. Bitte. Oh, wo ist die denn jetzt? Emma, hey Emma, wo bist du? Hier drunter? Nein, Emma, ach Mann, ich krieg schon wieder Ärger wegen dir gleich. Hallo, Emma Vogel, wo bist du? Hallo, wo hast du dich versteckt? Anderes Thema, wo sind denn all unsere Kinder eigentlich? Hanna, Julia, wo sind die? Oh Mann, wo ist die denn? Das kann doch nicht sein. Ich muss das, glaube ich, Mama und Papa sagen. Oh, Emma. Mama, Papa, also ich habe schlechte oder gute Neuigkeiten. Wir haben Emma verloren. Wie, wir haben sie verloren? Wo kann sie denn sein? Also im Prinzip wie meinst überall. Du das, Julia? Das kann doch jetzt nicht sein. Oh, dieser Laden ist riesig. Vielleicht können wir sie irgendwie ausrufen lassen, über ein Mikrofon oder so, dass sie uns hört. Entschuldigen Sie bitte, arbeiten Sie hier? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe meine Tochter verloren. Sie ist ungefähr so groß, hat einen türkisen Strampler mit einem Pinguin drauf. Emma heißt sie. Ach, machen Sie sich keine Sorgen, die lassen wir ausrufen. Hey, ich bin's. Ingo, kannst du mal jemanden ausrufen lassen? Emma Vogel.
ein ziemlich kleines Loch. Hallo Ingo, ich bin's Mia. Kannst du jemanden ausrufen lassen? Es ist ein kleines Mädchen verschwunden. Emma heißt sie. Hat einen türkisfarbenen Strampler an. Ach super, vielen Dank. Ich hoffe, sie wird gleich wieder auftauchen. Wo ist sie nur hingegangen? Gesucht wird eine kleine Emma mit einem türkisen Strampler. Emma, wenn du das hörst, bitte melde dich. Emma? Hm? Mein kleiner Emma nicht? Ich bin Emma, aber oh Mann, ich bin gerade auf der Toilette. Ich kann jetzt nicht. Oh, Papa, jetzt hör mir doch mal zu. Ich sage dir, Antonia ist böse, so richtig böse. Wie die Fieslinge bei, keine Ahnung, Harry Potter oder so. Wie Voldemort, ja. Oh, ja, oder vielleicht ja sogar Thanos, wie bei Avengers, ne? Den meinst du wahrscheinlich. Oh, Papa, darum geht's mir doch jetzt gar nicht. Ich möchte dir einfach nur sagen, Antonia hat das Haustier von Hannah geklaut. Warum glaubt mir das denn keiner? Och, Philipp, mein Junge, bitte. Also, warum sollte denn Antonia, ist, glaube ich, mit das liebste Mädchen, was ich so kenne, warum sollte sie denn das Haustier von Hannah klauen? Weil das alles so eine Show von ihr ist. Oh, warum glaubt ihr das denn alles? Hallo, Philipp. Ein kleiner Überraschungsbesuch. Wir wollten alle gemeinsam mit dir zu McDonald's. Oh nein, genau, ihr habt noch gefehlt. Also, ja, okay, Mama, dafür kein Problem. Was macht die denn jetzt hier? Ach, das ist ja eine tolle Überraschung. Ja, herzlich willkommen zu McDonald's. Ja, könnt ihr ja gleich. Kommt erstmal hier und kommt erstmal rein. Oh, Philipp, ich hab dich total vermisst. Du bist mein allerbester Freund. Bruderherz, du fehlst mir. Philipp, lass dich bitte umarmen. Hey, lass mich los. Geh weg von mir, aber ganz schnell und nichts aus meinem Zimmer klauen, das sage ich dir. Die anderen glauben dir das nicht, aber ich weiß, was passiert ist. Philipp, also bitte, du kannst doch nicht so zu deiner Stiefschwester sein. Also ich weiß echt nicht, was mit dir los ist in letzter Zeit. Oh, Philipp, was ist denn los mit dir? Warum wendest du dich so von der Familie ab? Liegt es daran, dass sich dein Papa getrennt hat von deiner Stiefmama? Ich meine, Schatz, vielleicht kann es ja auch daran liegen, dass ihr jetzt geschieden seid und er es jetzt erst realisiert. Das kann ja auch daran liegen. Das glaube ich wirklich weniger. Ich denke, Philipp hat eher ein Problem mit Antonia. Da habe ich schon was mitgekriegt, aber die sind doch eigentlich ganz nett zueinander. Zumindest Antonia zu Philipp. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich kann es nicht fassen, dass sie ja alles glaubt, dass sie so nett ist und so. Hättet ihr das letztes mitbekommen? Also ich weiß überhaupt nicht, was er immer erzählt über mich. Das macht mich total traurig. Wir sind doch eine Familie und sollten zusammenhalten. Da hast du recht. Weißt du was? Du solltest am besten nicht hier in Philipps Zimmer bleiben. Der kriegt jetzt gleich auch eine Bestrafung. Geh doch ruhig in mein Schlafzimmer. Guck da ein bisschen Fernsehen oder so. Okay, alles klar. Ich find's hier echt toll bei euch. Hier darf ich immer so viel machen und ihr seid so nett zu mir. Wie sie jetzt hier einen auf Unschuldslamm tut und sowas. Ich weiß ganz genau, wo ist Pia? Wo hast du Pia gelassen, hä? Also Philipp, wir sollten wirklich mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Wir wollten dich nur abholen, um gemeinsam essen zu gehen. Und jetzt machst du hier so ein Drama. Ja, ich mache kein Drama. Es geht einfach nur um Antonia. Und ihr müsst mir mal glauben, sie ist nicht so drauf, wie sie immer tut. Philipp, jetzt habe ich aber die ganzen Lügengeschichten wirklich ein bisschen satt. Antonia ist doch so nett zu dir. Sie hilft dir sogar dabei, dein Zimmer aufzuräumen. Ja, mein Junge, also da bin ich auf jeden Fall auf der Seite deiner Mutter. Also so kann das nicht weitergehen. Ach so, ich... Ja, ganz genau hilft sie mir immer dabei, wenn mein Zimmer bei euch unaufgeräumt ist, weil sie das immer macht. Sie veranstaltet da immer das Chaos. Entschuldigung, eine Frage. Ist das normal hier, dass das Schlafzimmer so unaufgeräumt ist? Ja, da hört ihr es. Wahrscheinlich hat sie da wieder das Chaos gemacht. Kein Problem, Antonia. Ich guck mal, was da so in der Gegend rumliegt. Alles gut. Jetzt erzähl schon. Was hast du da schon wieder gemacht, Antonia? Hä? Hast du was geklaut? Davon sollte er sich lieber mal selbst überzeugen, was da im Schlafzimmer los ist. Was ist hier da passiert, bitte? Was ist denn mit dem Schrank und... Oh Gott, der Fernseher. Ich hoffe, er ist nicht kaputt. Philipp, habe ich dir nicht gesagt, dass hier keine Unordnung oder dieses Chaos hier verbreitet wird? Was soll das denn? Was ist das denn jetzt für ein Eindruck bei Antonia? Papa, glaubst du jetzt wirklich, ich war das? Sie war doch als letztes drinne. Also mir ist das schon ein paar Mal aufgefallen, wenn ich bei euch bin, dann ist immer ein Zimmer total unaufgeräumt. Aha, und woran liegt's wohl? Antonia, tut mir leid, dass du das mitbekommst. Ja, das liegt wohl an dir, Philipp, mein Junge. Du warst doch heute noch im Schlafzimmer, wie konnte ich das nur übersehen? Sag mal, was ist denn los mit dir heute? Antonia, wärst du bitte so nett und gehst nach unten? Ich möchte mich gerne mit Philipp alleine unterhalten. Oh, na gut, das klingt aber wirklich ernst. Seid bitte nett zueinander und du vor allem auch. Aber Philipp, ach, der ist doch der Liebste und Beste, mein Bruderherz. Also Philipp, ich glaube wirklich, es ist besser, wenn du zu uns ziehst. Ich möchte nicht, dass du dich ausgeschlossen fühlst. Auf gar keinen Fall, das kommt sowas von nicht in Frage. Die als meine Zimmernachbarin, sowas von nicht. Junger Mann, darüber entscheidest nicht du, sondern wir. Also, du kannst jetzt erstmal hier das Schlafzimmer aufräumen, aber ganz schnell. Oh, das macht sie jedes Mal und jedes Mal kommt sie damit durch. Aber heute hoffentlich nicht. Irgendwas muss ich doch tun. Oh Mann, das hat wieder spitzenmäßig geklappt. Philipp wird immer unbeliebter bei uns und ich bin die Nummer 1 und krieg die meisten Geschenke zu Weihnachten und zum Geburtstag. Na los, jetzt komm schon, friss endlich was. Oh Mann, als ich dich gestohlen habe, da dachte ich, du bist ein cooles Haustier, aber jetzt bist du total öde und du willst gar nichts mit mir zu tun haben. Los, jetzt friss endlich. Oh, ich glaube, sie hat mich gebissen.
Also du, ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn wir irgendwie zusehen, dass Philipp zu euch zieht. Weil so kann das ja nicht weitergehen. Ich meine, wenn er jetzt hier so als Einzelkind aufwächst, also tut mir leid, ich kann das nicht verantworten. Es tut mir leid. Ach, mach dir keinen Kopf. Ich meine, ich möchte dich ja auch da drin unterstützen. Und es soll unserem Sohn einfach richtig gut gehen. Wir kriegen das hin. Das ist ja echt unfassbar. Jetzt muss ich wirklich das ganze Zimmer hier aufräumen. Oh, toll. Wie hat sie hinbekommen, das Bett so unordentlich zu machen? Naja, was macht sie denn da unten, ne? Los, jetzt mach schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Das ist doch Bia. Das ist das Haustier von Hannah. Oh, jetzt hab ich's. Oh, aber was kann ich denn machen? Ich muss jetzt irgendwie auf frischer Tat erwischen. Ja, hallo? Polizei? Ja, ich ja, genau. Ja, ich bin Philipp. Ja, ist ja gut. Nein, ich bin kein Freund von Julia. Nein, es geht darum, dass ich hier die allergefährlichste Diebin jemals hier in Playmobil City habe. Ja, suchen danach. Kommt jetzt zu uns. Ich kann das einfach nicht ertragen. Ich möchte, dass es Philipp gut geht. Und deshalb möchte ich jetzt hier sein, um ihm zur Seite zu stehen. Oh, Antonia, das finde ich ja super von dir. Meine allerliebste Stiefschwester. Bitte bleib doch heute hier. Ach, sieh mal einer an. Das klappt ja spitzenmäßig. Ja, gut. Also, du kannst auch gerne hier übernachten, Antonia. Was führst du denn im Schilde? Ach, Antonia, meine liebste Schwester. Ja, bleib bitte hier den ganzen Tag. Wie, was meinst du denn, was ich vorhabe? Ich möchte einfach nur der allerbeste Bruder für dich sein. Ja, genau. Wir sollten allerbeste Freunde werden. Also ich finde das wirklich seltsam. Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Der fühlt was im Schilde. Ich weiß es ganz genau. Schönen guten Tag. Polizei von Playmobil City hier. Hände hoch. Was? Und das nur wegen dem Kaninchen? Aha, ihr habt es gehört. Antonia hat das Haus hier von Hannah geklaut. Ja, ihr könnt sie mitnehmen. Und am besten könnt ihr sie noch in ein Gefängnis stecken. Da gehört sie nämlich hin. Was macht denn die Polizei jetzt hier? Was wollt ihr hier? Hast du die Polizei gerufen? Also gut, Herrschaften, wir sind gerade hier und suchen nach einer Diebin oder einem Dieb in Playmobil City. Den suchen wir schon seit Jahren und jetzt wurden wir hierher gerufen, aufgrund eines Tipps. Philipp, kann das sein, dass du dafür verantwortlich bist, Ja, natürlich bin ich dafür verantwortlich, weil ich euch das jetzt mal beweisen möchte. Hä? Antonia, du kannst es ruhig zugeben, die Polizei ist da. Na gut, wenn es jetzt sein muss. Ich meine, ich kann dich nicht ausstehen. Du bist einfach, ich weiß nicht, dieses Zebra-T-Shirt und so. Und aus dem Grund habe ich jetzt einfach das Kaninchen von deiner Freundin gestohlen. Wie bitte, Antonia? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Also, Antonia, Schatz, so kenne ich dich gar nicht. So haben wir dich aber nicht erzogen. Dann hättet ihr diesen Philipp überhaupt nicht mitbringen sollen, Mann. Ihr habt es gehört, ihr könnt sie ruhig mitnehmen. Ab ins Gefängnis mit dir. Philipp, Junge, überleg doch mal, was du da sagst. Also, ich weiß, okay, Antonia hat es jetzt zugegeben, aber muss das denn so enden? Du hast recht, Papa. Also, sie kann noch einmal essen gehen und dann sollte sie erst ins Gefängnis. Oh nein, es war doch nur ein Kaninchen. Oh, na gut, mal wieder hier ein Familienstreit. Fehlalarm und ich dachte, wir können jetzt endlich den Dieb fangen. Also ich muss schon sagen, diese Familienstreits kenne ich sonst nur von Familie Vogel, aber die hier sind mir relativ neu. Na gut, dann kommt sie halt nicht ins Gefängnis. Ist ja in Ordnung. Mir ist das egal. In meinem Zimmer hat sie nichts mehr zu suchen. Ich bringe jetzt Pia zurück. Ach, Pia, wo bist du nur? Ich vermisse dich so sehr und wünschte, du wärst jetzt hier. Ich vermisse sie so sehr. Ich hätte das niemals gedacht. Wie kann man nur ein Haustier klauen? Hey, Hannah, ich habe Besuch für dich da. Rate mal, wer da ist. Mama, jetzt nicht. Ich bin total traurig, dass wir Pia nicht gefunden haben. Oh, Mama, an meinem Bein ist nicht. Lass mich los. Was soll das? Das bist ja du, Pia. Oh mein Gott, Pia ist wieder da. Oh, Pia. Hey, Hannah, ich habe sie wiedergefunden. Natürlich, du weißt ja, wo sie war. Aber die war auch bei uns nicht relativ klug. Deswegen habe ich sie jetzt zurückgebracht. Oh mein Gott, Philipp, vielen Dank. Oh, Pia, du bist endlich wieder da. Oh, Pia, ich habe dich so vermisst. Ich habe dir so viel zu erzählen. Das glaubst du gar nicht. Hey, Hannah, es freut mich, dass du wieder glücklich bist. Und es tut mir leid, mit allem, was passiert ist bei meiner Stiefschwester und so. Philipp, du musst dich doch nicht für deine Stiefschwester entschuldigen. Ich meine, dafür kannst du nichts. Ja, aber trotzdem, sie war so fies und wir sind ja irgendwie eine Familie. Ich kann mich jetzt nur für Hannah freuen gerade. Ich mich auch. Ich find's toll, dass die Sache endlich geklärt wurde. So ein leerer Stall ist wirklich furchtbar. Pia, jetzt bist du endlich wieder zu Hause. Und Philipp, vielen, vielen Dank. Du bist echt mein Held. Kein Problem, gerne. Und dafür bekommst du sogar einen Kuss auf die Wange. Oh, okay. Also, dann weiß ich ja immer, was zu tun ist. Das war nur ein Spaß. Naja, es freut mich, dass Pia wieder da ist. Oh, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wen von euch soll ich denn mitnehmen? Vielleicht mache ich einfach Ene, Mene, Mu. Ene, Mene, Mu. Es rappelt im Karton. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oh, ich habe euch beide so lieb. Ihr kommt beide mit mir mit. Ja. Emma, bist du dann soweit? Hast du deine Sachen schon gepackt oder wie sieht's aus? Oh Mama, was glaubst du denn, was ich hier gerade mache? Ich kann mich nicht entscheiden, welche Puppe soll ich mitnehmen? Also die gelbe oder den Drachen? Gute Frage, Emma. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Aber wie wär's, wenn du beide mitnimmst? Ich denke, das geht in Ordnung. Oh Mama, meinst du, das geht wirklich? Das wäre so toll, weil ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Ja, das wird schon gehen, Emma. Hauptsache, du lässt dein Prinzessinnen-Schloss da. Pack schon mal weiter, ich komme dann wieder. Das Prinzessinnen-Schloss hier lassen? Oh, ich denke, ich werde eine Nacht ohne das Schloss auskommen. So, hier mache ich jetzt so einen Haufen. Die ganzen Sachen, die ich hier hinlege, die kommen mit. Ihr beiden, ihr seid der Anfang. Oh, was soll das denn? Was soll das hier alles in meinem Zimmer? Das gehört mir aber nicht. Ja, das sind die Sachen, die ich mitnehme in die Kita. Heute findet auch die Übernachtung statt. Ja, und was soll das hier alles in meinem Zimmer? Kannst du nicht dein Zimmer einfach zumüllen? Also das geht so nicht. Ja, das ist auch nur jetzt, weil dann nehme ich das alles mit zur Kita. Das ist gleich wieder weg. Reg dich nicht auf. Ja, ich sollte, glaube ich, lieber erst zu Mama, sonst platzt mir gleich hier noch der Kragen. Okay, wenn du zu Mama gehst, dann sag bitte, dass sie noch einen Koffer mitbringen soll. Ich muss es ja alles irgendwo reintun. Ja, Julian, ist ja in Ordnung. Ich werde mir das Ganze mal anschauen, was Emma da oben angerichtet hat. Emma, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das willst du alles mitnehmen? Ja, wieso? Ich brauche das alles. Ich bin doch dann gar nicht in der Nacht hier. Ich bin doch dann woanders. Oh Mann, die will ja so viel mitnehmen. Das kommt wieder zurück in dein Zimmer. Emma, eine Flasche Parfüm und einen Föhn? Was willst du denn damit? Na, ich brauche das, weil ich will gut riechen, weil das schön ist. Und meine Haare, wenn die mal nass werden, muss ich die auch föhnen. Emma, ist das etwa da mein Make-up? Das willst du auch mitnehmen? Du brauchst doch keine Schminke in der Kita. Warum denn nicht? Ich mag das so gerne. Dann kann ich ein bisschen Rouge auflegen. Das wäre doch klasse. Ja, genau, Rouge auflegen. Als Vierjährige in der Kita bestimmt nicht. Aber eine Sache sehe ich da nicht. Was ist denn mit deiner Zahnbürste? Ups, die habe ich vergessen. Die hole ich. Oh, das wäre ja natürlich fatal, wenn ich dann nicht meine Zähne putzen kann. Das kommt ganz schlecht an bei Brigitte. Die mag das gar nicht. Eieiei, Emma ist wirklich ganz schön aus dem Häuschen, dass es heute die erste Nacht in die Kita geht. Ich glaube, ich habe sie erst einmal oder so woanders schlafen lassen. Höchstens bei Oma und Opa. Oder eben bei einer Freundin oder einem Freund. Oh, das ist mir egal. Sie kann doch nicht hier einfach in mein Zimmer und das hier alles vollstopfen. Das geht nicht, ist verboten. Julian, jetzt komm mal runter. Das ist wirklich nur kurz vorübergehend. Gleich sind die ganzen Sachen weg und dann hast du dein Zimmer wieder für dich. So, Emma, ich habe jetzt hier diese Sporttasche. Da müssen alle Dinge reinpassen. Einen größeren Koffer nehmen wir nicht mit. Eigentlich dachte ich nur an einen kleinen Rucksack, aber das wird schon gehen. Oh, na gut, aber da muss ich so viele Sachen da lassen. Was ist denn jetzt mit dem Föhn und dem Parfüm? Ich brauche das. Aha, und das hier, das Anti-Monster-Spray, das willst du mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was dafür Gefahren in der Kita nachts lauern. Deswegen brauche ich das, ja, zur Monsterabwehr. Alles klar, Emma, zur Monsterabwehr. Na gut, dann nimm das auch noch mit. Wir fahren jetzt los. Julian, dein Zimmer hast du jetzt wieder. Ja, endlich, das wurde auch Zeit. Ich habe jetzt hier ein Auge und sogar das zweite Auge zugedrückt. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich mach wieder auf. Na gut, Julian, dann mach's mal gut. Also, ich schlafe heute woanders, damit du's weißt. Ich schlafe in der Kita. Da kannst du, wenn im Notfall, auch anrufen oder vorbeifahren, wenn du Sehnsucht nach mir hast. Also, ich bin eigentlich ganz froh, dass du weg bist. Eine Schnarchnase weniger. Papa ist schon laut genug. Naja, und denk dran, nicht neben den anderen pupsen, okay? Ja, okay, ich werde es versuchen, aber ich kann für nichts garantieren. Schließlich schlafe ich ja dann und dann weiß ich nicht, was ich mache. Tschüss, Julian. Eigentlich fehlt meine Freundin Emma noch. Die kommt doch hoffentlich zur Übernachtung. Also Emma ist auch meine Cousine und vielleicht lässt sie sich das Ganze hier entgehen. Ich hatte ehrlich gesagt auch keine Lust dazu. Ja, ich bin ziemlich gespannt, wer denn Emma ist. Also ich kenne die ja noch nicht so und ich bin gespannt, wie sie so drauf ist. Ach, ihr werdet euch gut verstehen. Emma kommt sicherlich gleich mal lieg. Und dann könnt ihr euch anfreunden. Ach, hallo Brigitte, wir sind jetzt auch da. Da ist ein anderes Kind im Bällebad, das kenne ich doch gar nicht. Hallo Emma, ja, das ist Malik, der ist heute erst zu uns gestoßen, der war eine ganze Zeit nicht hier in Playmobil City. Er hat sich schon vorgestellt, aber ich denke, das wird er gleich nochmal machen. Oh, okay, ich wusste nicht, dass noch ein anderes Kind kommt. Oh Mann, ich habe ganz schön viel verpasst, nur weil ich ein bisschen zu spät bin. Ach Emma, das macht gar nichts, ich meine, du bist noch rechtzeitig zur Übernachtung da, es ist noch nicht mal dunkel draußen. Emma, ich stelle dann hier deine Tasche einfach zu den anderen, ne, damit du Bescheid weißt und dann ist die Mama weg. Ja, Mama ist gut. Und morgen musst du mich dann wieder abholen. Ich bin Emma Vogel. Und eigentlich ist das mein Platz da im Bällebad, aber ist so in Ordnung. Und du, Malik, richtig? Hallo Emma, ja, ich bin der Malik. Also ich bin hier ganz neu, ist mein erster Tag und dann direkt so eine Übernachtung, finde ich ganz toll. Aha, ja, cool. Super toll. Und Brigitte hat gesagt, dass du die ganze Zeit nicht hier warst. Wo warst du denn? Also, Malik hat erzählt, dass seine Eltern in Singapur gearbeitet haben. Keine Ahnung, wo das ist. Bestimmt ganz weit weg. Ach ja, Singapur, ja, das kenne ich. Da war ich auch schon mal mit meinen Eltern. Also, das ist ganz international. Aber ihr scheint ja alle ganz nett zu sein. Dankeschön. Ja, kein Problem. Also, herzlich willkommen hier bei uns in der Kita Sonnenschein. Du bist hier der einzige Junge, aber ich find's gut. Wobei Maurice auch, aber der ist noch ganz klein. Ach, hab ich's doch gewusst. Ich wusste, dass ihr euch gut verstehen werdet, Kinder. Hey, wie wär's, wenn wir da ein bisschen was denken spielen? Ich kann euch auch suchen. Oh, los, schnell, okay, wir müssen los, komm, ich suche euch. 1, 5,
8, B, 11, ich komme! Ich habe mich ja auf der Toilette versteckt. Ich hoffe, er findet mich nicht. Oh, ich glaube nicht, dass Malik mich hinter diesem Eisbach hier finden wird. Oh, ich habe immer noch kein Versteck. Los, Emma. Oh, ich gehe da oben auf den Turm. Hier wird er mich auf jeden Fall nicht finden. Ich wette nicht. Ich glaube, der kann gar nicht hier hochgucken. Okay, ich habe gesehen. 3000, ich komme. Da, ich sehe schon die Erz Isabel. Ich sehe dich hinterm Eisbach. Och Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war das beste Versteck jemals. Und Malik hat mich direkt gefunden. Er muss echt gute Augen haben. Clara, ich sehe deine winzigen Füße, du bist auf Klo. Ich habe euch beide jetzt gefunden, aber wo ist denn jetzt Emma noch? Ich hab's doch gewusst, er wird mich nicht finden. Oh, irgendwann muss ich hier runterkommen, aber erstmal warte ich noch. Also ich weiß ganz genau, wo Emma ist. Sie ist da oben auf diesen Turm geklettert, siehst du? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hat einfach Isabel gesagt, wo ich bin. Jetzt hat sie mich total verpfiffen. No, aber Isabel, ich wollte sie alleine finden. Ich wollte sie selber finden und nicht mit deiner Hilfe. Das ist total gemein von dir, Isabel. Und jetzt hast du das ganze Spiel total doof enden lassen. Ich hab gewonnen und jetzt hast du mit dich einfach verquatscht. Also ich frage mich immer, warum ich etwas zurückhalten sollte, was ich weiß. Ich wusste, wo du bist. Also habe ich es auch gesagt. Ach Kinder, streitet euch nicht. Wie wär's, wenn ihr euch einfach bettfertig macht und wir schon mal das Lager aufbauen und dann gibt's eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Ja, eins steht fest. Ich werde auf jeden Fall nicht neben dir schlafen, Cousinchen. Kommt nicht in die Tüte. So Kinder, seid ihr dann alle bettfertig und ist es bequem? Ist doch ein schönes Lager hier geworden, oder? Wir können uns richtig toll einkuscheln in unsere Schlafsäcke. Wir sind jetzt fertig. Geschichte kann starten. Genau. Oh, stopp. Ich hab was vergessen, was ganz wichtig ist. Die Geschichte muss noch warten. Okay, muss da vielleicht noch jemand auf die Toilette? Ich warte noch ein bisschen, Emma. Nein, ich musste meine Kuscheltiere noch holen. Also ihr beiden, ihr werdet uns schöne Gesellschaft leisten. Und das hier, das ist das Anti-Monster-Spray. Hier werde ich alles einsprühen, damit die Monster auch abends nicht kommen. Das hilft, ich weiß das. Emma, könnte ich bitte auch etwas von diesem Anti-Monster-Spray haben? Also, ich möchte auch nicht, dass die zu mir kommen. Wie wär's mit Nein? Isabel, du hast mich verraten beim Versteckenspielen und das ist jetzt die Strafe. Du kriegst nichts von meinem Anti-Monster-Spray ab. Pech gehabt. Ach je. Isabel, du brauchst keine Angst haben. Ich bin doch hier, um euch zu beschützen. Es werden keine Monster kommen. Selbstverständlich nicht. Brigitte ist da. Oh, die Geschichte war toll, aber jetzt bin ich wirklich müde. Du auch, Clara? Na, ich kann nicht schlafen. Ich hab Heimweh. Oh, ich kann auch irgendwie nicht schlafen. Clara, du machst dich total breit. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte einen Schlaftag für mich alleine. Okay, Entschuldigung, Emma. Vielleicht lege ich mich wieder auf den Rücken, dann passt es besser. Schon gut, ich habe noch so eine Schnuffeldecke, die hole ich jetzt einfach. Emma, wo möchtest du denn hin? Schlaf weiter, Malik. Es ist noch nicht so weit. Wir werden noch nicht abgeholt. Es ist ganz dunkel draußen. Wir müssen schlafen. Aber wo ist denn Isabel? Isabel ist nicht in ihrem Schlafsack. Wo ist sie denn hin? Leute, habt ihr Isabel gesehen? Ich darf nicht so laut reden. Brigitte schläft. Leute, hört ihr mich? Wo ist die denn jetzt nur? Die muss doch hier sein. Ich weiß es nicht. Wir müssen sie unbedingt finden. Sie ist doch Teil unserer Gruppe hier in der Kita Sonnenschein. Also, am besten teilen wir uns auf. Jeder sucht in einer Ecke. Okay. Du oben, Clara. Ich gehe hier lang. Hier im Lernraum ist Isabel nicht. Also hier, wo man sich die Schuhe anziehen kann, da ist Isabel auch nicht. Isabel? Oh, komm schon, Cousinchen, lass den Quatsch. Komm jetzt raus, wenn du dich versteckst. Mama, es tut mir leid, aber wir haben deine Cousine nicht gefunden. Oh nein, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Isabel war die Einzige, die ich nicht mit dem Anti-Monster-Spray eingesprüht habe. Und ich glaube, ein Monster hat sie mitgenommen. Das wäre furchtbar. Ganz schlimm. Oh, Kinder, was ist denn los? Warum schlaft ihr nicht? Brigitte, es ist ein Notfall. Isabel ist weg und ich glaube, ein Monster hat sie mitgenommen. Kinder, beruhigt euch, das glaube ich nicht. Hier war kein Monster drin, das hätte ich mitgekriegt. Wir sollten sie suchen gehen. Irgendwo wird sie hier sein, die Türen sind abgeschlossen, sie kann nicht weit gekommen sein. Vielleicht schlafwandelt sie ja. Oh, ich mache mir solche Vorwürfe. Hätte ich ihr das bloß gegeben, dieses Anti-Monster-Spray? Sie wollte es ja haben. Das ist alles meine Schuld. Aber Emma, mach dir jetzt nicht so welche Gedanken, hier ist bestimmt nichts passiert. Kinder, ich kann Ihnen Warnung geben, hier ist Isabel. So wie es aussieht, ist sie einfach auf der Toilette eingeschlafen. Mann, oh Mann. Das muss wirklich anstrengend gewesen sein. Och, super. Isabel, ich freue mich, dass du da bist. Es tut mir leid, dass ich dir vorhin kein Monster-Spray, also Anti-Monster-Spray gegeben habe. Aber jetzt kannst du so viel, wie du willst haben. Dankeschön, Emma. Na gut, Kinder, jetzt wo alle wieder vollzählig sind, können wir endlich schlafen. Gute Nacht. Ach, stimmt ja. Ich wollte mir eigentlich die Kuscheldecke holen. Naja, ich werde es auch so schaffen. Stimmt's, Clara? Gute Nacht, Kita Sonnenschein. Gute Nacht, Kita Sonnenschein.
Guten Morgen, Hanna. Na, bist du schon wach? Schau mal aus dem Fenster, die Sonne scheint. Oh. Ja, Mama, ich bin schon wach und es ist kaum zu übersehen. Die Sonne blendet mich. Aber das ist doch schön. Warum bist du nicht schon längst wach? Ich meine, wir könnten rausgehen, Spaß haben. Aber naja, du musst ja erstmal zur Schule. Oh, ja, ja, Mama, wahnsinnig spaßig. Mann, warum ist Mama so gut drauf? Ich mach mich jetzt erstmal fertig. Na gut, Hanna, dann mach ich schon mal dein Frühstück, hm? Oh, ich bin noch nicht mal richtig wach und Mama ist schon so gut drauf. Das verstehe ich nicht. Hey du, Hanna, weißt du schon das Neueste? Nein, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit. Ich muss in die Schule. Es wird ein richtig cooler Ausflug geplant. Und zwar morgen, wenn wir direkt draußen frühstücken. Wir machen so ein Picknick, ja. Und das wird ein toller Familientag. Was? Familientag? Mann, werde ich vielleicht auch mal gefragt? Ich gehöre doch auch zu der Familie. Und vielleicht habe ich was anderes vor. Vielleicht will ich meine Wochenendplanung selber machen. Toll, ich dachte, du freust dich darüber, mal Zeit mit uns zu verbringen. Aber sieht wohl ganz anders aus. Zeit mit euch verbringen kann ich doch immer und Wochenende hat man nun mal nicht so oft. Was soll das überhaupt? Hanna, ich möchte übrigens, dass du dich heute mal anständig in der Schule benimmst. Ich möchte nicht wieder irgendwie was von Herrn Grob hören, hm? Oh ja, Mama, es ist gut. Ich habe überhaupt nichts gemacht und das habe ich dir schon gesagt. Naja, wie nichts machen klang das nicht. Also so eine Rangelei im Schulbus, naja. Oh ja, ist okay. Mann, wie lange willst du mir das eigentlich noch nachtragen? So, jetzt gehe ich zur Schule. Und übrigens, ich habe keine Lust auf so einen Familientag mit Picknick und Pipapo. Ich will was anderes machen. Okay, ich dachte, ich plane mal was für die ganze Familie. Aber dass Hanna nicht dabei sein will, na gut. Tschüss, Hanna. Oh Mann, da ist Hanna im Anmarsch. Welche Laus ist ihr denn über die Leber gelaufen? Die sieht echt wütend aus. Hey Leute, morgen. Na, alles klar? Ich freue mich, euch zu sehen. Ist alles in Ordnung bei dir, Hanna? Du machst irgendwie einen geknickten Eindruck. Irgendwas passiert? Ach, ich hatte heute Morgen schon so eine Diskussion. Die haben das ganze Wochenende schon verplant. Mit Picknick und so. Und dabei wollte ich mal was mit Freunden machen, mit euch. Ist doch cool, was mit der Familie auch zu machen hin und wieder. Also ich find's nicht schlimm. Außerdem habe ich am Wochenende schon was vor. Ja, Hanna, ich kann das Wochenende auch nicht. Also mach ruhig was mit deiner Familie. Naja, toll. Habe ich mich wohl komplett umsonst aufgeregt? Dann lass uns zum Unterricht gehen. Guten Morgen, Kinder. Ronja, Hanna, könntet ihr einmal noch mal kurz zu mir nach vorne kommen, bevor der Unterricht anfängt? Ja, ja, Mann, jetzt kommt bestimmt die große Standpauke. Ich bin vorbereitet. Wisst ihr, Kinder, also, wir hatten einen wirklich sehr schönen Tag im Schwimmbad ohne euch. Ich möchte nicht, dass so etwas nochmal passiert, damit das klar ist. Ja, ja, Herr Grob, ich hab's schon verstanden. Sie wiederholen sich. Also so eine Rangelei im Schulbus. Und die Frau Lieb, die war die Busfahrerin. Stellt euch vor, sie hätte einen Unfall gemacht und dann wäre ihr was passiert und natürlich euch auch. Das ist nicht schön. Ihr habt es also verstanden. Ja, Herr Grob, wir haben den Fehler eingesehen. Also ich zumindest und Ronja bestimmt auch. Nö, also mir ist das egal. Ich wollte sowieso nicht mit schwimmen kommen. Hat meine Sachen auch nicht dabei. Ach, Herr Grob, also die Ronja meint das sicher nicht so. Und ich fand's total schade, dass ich nicht mit dabei war. Und es tut mir leid, ich werde mich auf jeden Fall nicht nochmal so benehmen. Also ich weiß, in den letzten Jahren, da haben kaum Kinder auf mich gehört. Aber bei Hanna, ich weiß, das wird sie sich zu Herzen nehmen. Hey, Hanna, wie sieht's eigentlich am Wochenende bei dir aus? Hast du da was vor? Nee, also eigentlich habe ich nichts vor. Also, ja doch, ich weiß nicht. Nun gut, kommen wir zur besten Sache des Tages, Matheunterricht. Also ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob wir heute Abend einen Filmabend machen wollen. Ich meine, du kannst auch bei mir schlafen danach. Oh, also das klingt echt richtig gut, Philipp. Ich würde liebend gern, aber meine Familie hat mich eingeplant bei so einem Familientag. Herr Grob, ich weiß ja nicht, ob Sie es merken, aber Philipp und Hanna, die quatschen im Unterricht und ich fühle mich dadurch wirklich gestört. Ronja, ist ja gut, ich werde mich darum kümmern, das ist meine Aufgabe. Oh, jetzt wirklich, Ronja, du willst eine Petze sein? Ja gut, aber ich glaube nicht, dass du so Punkte bei Herrn Grob sammeln kannst. Naja, also ich habe nichts vor, das Angebot steht auf jeden Fall. Das heißt, falls ihr doch nicht irgendwie weg wollt, kannst du zu mir kommen. Oh Mann, ich würde total gerne zusagen, Philipp. Das klingt richtig gut, aber jetzt meine Mama und Emma und ich weiß nicht. Also sonst geht's euch noch gut, oder? Ihr merkt gar nichts mehr. Ich möchte auch Filme gucken, vielleicht Mathefilme. Am besten jetzt hier. Also aufpassen. Oh Mann, dieser Matheunterricht, der ist immer total anstrengend. Mein Kopf raucht richtig. Was ist mit dir, Hanna? Kommst du mitten in die große Pause oder nicht? Ihr könnt schon mal vorgehen. Ich muss noch kurz was klären. Wir treffen uns unten auf dem Schulhof. Philipp, vielleicht kann ich ja doch. Also ich könnte ja zu Hause anrufen und fragen. Dann sind meine Eltern schon mal vorgewarnt. Und dann ist es nicht ganz so spontan, wenn ich später nach Hause komme. Oh, das wäre cool. Wie gesagt, ich habe Zeit. Also die Hoffnung besteht also noch. Also wenn du telefonieren musst, musst du telefonieren. Das Handy oder das Telefon ist eigentlich nur gedacht für betriebliche Anrufe. Aber na gut, ist wohl ein Notfall. Hallo, ja, hier ist Hanna. Mama? Hallo? Nein, hier ist nicht Mama, hier ist Emma, was gibt's? Und, wie sieht's aus? Emma ist am Telefon. Emma, kannst du Mama vielleicht mal gerade ans Telefon holen? Wer ist denn da dran? Ich bin gerade auf der Toilette. Also, wie es aussieht, kann Mama nicht kommen. Soll ich irgendwas ausrichten oder so?
Also, eigentlich wollte ich Mama fragen, ob ich heute bei Philipp übernachten kann. Wir wollen Filmabend machen und na, jetzt kann ich sie ja nicht fragen. Ach so, ja, ja, kannst du machen, ja. Ach, echt cool, kann ich? Ja, super, dann bis später. Hast du denn jetzt alles klären können? Alles soweit in Ordnung? Ja, alles geklärt, Frau Lieb. Danke. Und Philipp, das ist so cool. Was ich denn? Hätte nie gedacht, dass meine Eltern das ja jetzt sagen. Ja, super. Mama hat ja gesagt. Emma, hat das Telefon nicht geklingelt? Wer war denn dran? Ach, hat sich schon erledigt. Ich meine, Hannah muss das selber wissen, wenn sie nicht hier sein will zum Familienausflug. Das ist nichts Neues. Ich meine, das wollte sie ja vorhin auch schon nicht. Aber der Familienausflug, der steht noch, ne? Und ich weiß auch, welchen Film wir uns heute Abend angucken. Oh, ich war schon die ganze Zeit darauf, dass ich den mit dir gucken kann. Philipp, was ist das denn für ein Film? Oder ist das etwa eine Überraschung? Oh Mann, ich freue mich so. Hallo Leute, ich bin wieder da. Ich bin zurück aus der Schule. Hannah, ich bin im Wohnzimmer. Hallo. Ach, hallo Mama, da bist du ja. Lass dich drücken. Ich bin richtig froh. Okay. Hattest du also doch einen schönen Tag in der Schule? Dann bin ich auch froh, dass alles gut gelaufen ist. Ja, Schule war großartig und ich bin einfach richtig happy und ich freue mich auf heute Abend. Okay, was ist denn heute Abend? Filme gucken. Ach, Filme gucke ich auch gerne. Hey Philipp, ich bin's Hannah. Ich bin jetzt zu Hause und wollte meine Sachen packen. Soll ich noch irgendwas Bestimmtes mitbringen? Hannah! Oh Mann, sie ist ja mit Philipp am Telefonieren, aber hätte ich das bloß nicht erlaubt. Sie freut sich total. Hannah, bevor du gehst, wollen wir da noch was spielen? Och Emma, belauschst du mich etwa schon wieder? Das ist ein privates Gespräch. Okay, okay. Mann, noch deutlicher kann sie es nicht machen, dass sie nichts mit mir zu tun haben will. Sie will nicht mit mir spielen und beim Familienausflug will sie auch nicht dabei sein. Dann soll sie eben zu Philipp gehen, ist mir egal. Kinder, ich mach dann das Essen und danach geht's direkt ins Bett. Oh, es gibt nichts Schöneres, als schön vollgefuttert zu sein und dann zu schlummern. Hannah, wolltest du vielleicht auch noch eine gute Nachtgeschichte hören? Ich wollte gerade zu Emma ins Zimmer. Nee, Mama, ich geh noch nicht schlafen. Ich bin doch jetzt erstmal unterwegs. Den letzten Rest habe ich nicht verstanden, aber auch egal. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lieben sie sich noch heute. Tolle Geschichte, Emma, oder? Oh ja, war ganz prima. Oh Mann, sie ist wirklich total schnell weggeschlummert. Dann schaue ich nochmal nach Hannah und gebe ihr noch einen kleinen Gute-Nacht-Kuss. Hannah? Hannahlein, schläfst du schon? Na gut, dann komme ich eben zu dir ins Bettchen und drück dir einen auf. Hannah? Sie ist ja gar nicht im Bett, aber... Sollte sie nicht im Bett sein? Wo ist sie denn dann? Hannah? Wo steckt sie nur? Hat sie nicht irgendwas von Filme gucken, aber so spät noch? Vielleicht ist sie im Wohnzimmer. Nein, hier ist sie auch nicht. Wo kann sie denn nur sein? Oh, dann muss ich jetzt wohl Emma wecken. Emma! Emma, weißt du, wo Hannah ist? Ach, Hannah, die wollte doch heute bei Philipp schlafen. Was, bei Philipp schlafen? Ich höre davon jetzt zum ersten Mal. Wieso das denn? Warum weiß ich davon nichts? Ach so, ja, da warst du gerade auf Toilette, da hat sie angerufen und da habe ich ihr das einfach erlaubt, weil ich meine, sie wollte sowieso nicht mit zum Familientag und da kann sie doch einfach machen, was sie will. Wenn sie nicht was mit uns machen will, dann kann sie ihr eigenes Ding machen. Aber Emma, wieso kannst du ihr das denn erlauben? Ich bin doch die Mutter, ich muss das entscheiden. Oh, das kann ja was sein. Jetzt muss ich sie noch abholen. Oder ist sie jetzt schon bei Philipp? Oh, keine Ahnung, was für ein Theater. Oh, yes. Heute geht es in den Aquapark. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute ist das Krümelmonster im Aquapark. Oh, Mann, klasse. Emma, was machst du denn da? Los, steh auf, wir müssen los. Gleich macht der Aquapark auf. Das ist bestimmt schon richtig voll. Ich kann jetzt noch nicht. Ich muss eine kurze Sache noch klären. Also, wer übernimmt jetzt die Aufsicht, wenn ich nicht da bin? Oh, dann beeil dich wenigstens. Wir wollen gleich los. Wir müssen pünktlich hier los. Oh, das ist ja jetzt unfassbar. Mama, du machst ja jetzt wirklich kein Nickerchen, oder? Kein Mittagsschlaf. Jetzt nicht. Mama, aufstehen. Oh, ich glaube, ich kriege hier zu viel. Wir wollen los. Du hast ja noch gar nicht deine Badesachen an. Ach, Julia, mein Großer. Ich bin ziemlich kaputt. Lass Mama lieber liegen. Ich werde nicht mitkommen. Ich bin total kaputt wegen der Sonne. Naja, gut, okay. Dann bleibst du zu Hause. Bis später. Viel Spaß. Yeah! Heute geht's zum Krümelmonster Aquapark. Zum Glück hat sich Hannah schon umgezogen. Komm schon. Dave? Bitte. Nein. Tut mir leid, Dave. Wir haben keinen Platz mehr im Auto. Du kannst nicht mehr mitkommen. Und der Aquapark ist voll. Alle Karten sind schon verkauft. Ach, Julian, was erzählst du denn da? Ich möchte Dave fragen, ob er mitkommt. Ja, und genau deswegen sage ich das ja. Dave, also tut mir leid. Ich würde dich ganz, ganz gerne mitnehmen. Und wir werden dann vielleicht beste Freunde. Aber nicht heute. Und auch nicht in 20 Jahren. Ach Mann, jetzt hat er aufgelegt. Aber irgendwie hat er gesagt, er mag das Krümelmonster nicht. Er ist wohl kein großer Krümelmonster-Fan. Nicht so wie du. Ja, denn ich liebe das Krümelmonster. Und jetzt beeil dich. Du bist ja zum Glück schon angezogen. Wir wollen los. Also ich glaube, ich kriege jetzt zu viel. Papa, das ist doch nicht dein Ernst. Julian, was ist denn? Noch 5 Minuten, dann ist die Sendung vorbei. Also aus dem Weg. Noch, Papa, aber bitte, wir wollten pünktlich los. Und du guckst jetzt schon wieder irgendeine komische... Ist das eine Kochsendung? Wie jetzt?
Ja, ist ja gut. Nee, das war keine Kochsendung, das war Werbung. Ja, wir gehen gleich los. Ich zieh mich dann im Aquapark um. Oh yes, auf geht's zum Krümelmonster Aquapark. Guck wow, doch mal! Wie cool! Das ist der wie cool der Aquapark einfach mal aussieht. Guck mal da hin, Krümelmonster. Ich weiß ganz genau, wo ich jetzt allererstes hingehe. Yippie! Ich gehe zu dem Krümelmonster mit der Kochmütze. Das ist mein Lieblingskrümelmonster. Und da ist auch das Babybecken. Da sind auch andere Kinder in meinem Alter. Also ich will da nicht hin. Ich will zu dem anderen Krümelmonster da. Hallo, Kinder. Ja, genau, da möchte ich hin. Oh, und ich weiß auch, wo ich hingehe. Auf die Krümelmonster-Hüpfburg. Die sieht ja toll aus. Und da sind auch ganz viele andere Kinder. Und da darf man auch mit Klamotten drauf. So, Kinder, ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin natürlich hier. Ne, wenn irgendwas sein sollte, meldet euch. Ich lege mich jetzt erstmal ein bisschen hin. Oh Mann, ich habe das Tablet mit. Da schaue ich mir meine Kochsendung noch ein bisschen an. Aber vorher, da muss ich erstmal eine Runde rutschen. Das ist Aquapark-Tradition. Das muss ich immer machen. Hey, du da, beeil dich. Hä, willst du dich etwa vordrängen oder... Julian, du bist es. Ach, hi, Pia. Wusste ich, dass auch du hier? Auch hier bist. Ist Hannah auch hier? Hey, Julian, ich war dran. Sorry, ich wollte vor. Julian, Mensch, die Frau ist gerade eben erst gerutscht. Ihr stoßt doch zusammen. Was? Ich sehe keine Frau. Ich sehe hier nur die Rutsche. Oh, mein Rücken. Oh, ich mein wollte Kopf. Gar nicht geschützt werden. Oh, Mann. Oh, hä? Ach, Mann. Also die Qualle da oben hat gesagt, ich darf schon. Tut mir leid. Oh, okay. Zumindest hast du meinen Rücken wieder eingerenkt. Danke. Oh, kein Problem. So, Kinder, wer möchte ein paar Kekse? Aber nur ein. Hier, ich möchte einen Keks. Hallo. Oh, sieh mal einer an. Ein neuer. Welchen Keks möchtest du denn? Aber nicht meine Lieblingskekse. Oh, nee, danke. Ich möchte keinen Keks. Da ist so ein Typ drin. Das habe ich doch gesehen. Ich kann deine Augen durch das Kostüm sehen. Du bist gar nicht das echte Krümelmonster. Oh, Krümelmonster, du bist ja riesengroß. Was hast du nur gegessen, dass du so groß wurdest? Krümelmonster, kann man auch da hochklettern? Ich möchte unbedingt mal auf dich drauf. Da habe ich bestimmt gute Aussicht auf der Kochmütze. Hey, was soll das? Du willst ja wohl nicht zum Krümelmonster. Jetzt nicht. Hier ist Sperre. Ja, wir sind hier, die Tür ist der. Und hier darf keiner rein. Und keiner drauf auf das Krümelmonster. Das ist unseres. Hä? Verstehe ich nicht. Lass mich mal durch. Der Aquapark ist doch für alle da. Aber nicht dieses Becken. Was? Hey, Junge, verstehst du mich nicht? Du kommst hier nicht oben drauf. Au, lass mich. Raus hier. Okay, ich gehe ja schon. Ich komme später wieder. Vielleicht seid ihr dann weg. Dieses Babybecken ist unser Revier genau, hier. Genau, nur für uns. Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Darf man auch mit Badeklamotten auf das Krümelmonster oder nur mit normalen Klamotten? Ach nein. Hier darf jeder heute rauf. Klasse. Also, los geht's. Wow, das ist echt riesig. Und man kann sogar ins Maul vom Krümelmonster reinsteigen. Oh, klasse. Wow. Hey, Leute, macht mal Platz da. Jetzt komm ich. Hey, boah, hier hey, ist es echt hey, voll. Hey. Ich glaube, ich kletter noch höher. Ganz nach oben auf den Kopf. Gleich bin ich oben. Oh, die Augen sind ja riesig. Wow, hier kann ich den ganzen Aquapark sehen. Das ist ja heftig. Also, Kinder, ich bin dann in 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten wieder da. Ich muss mal kurz ein Geschäft, ich muss mal kurz neue Kekse holen. Oh, ist das heiß hier drunter. Oh Mann. Oh, Papa, weißt du was? Dieser Aquapark, der ist total blöd. Die anderen Kinder lassen mich nicht zum Krümelmonsterbecken, zum Babybecken. Das ist total gemein. Ach, Emma, Schatz. Weißt du was, ich guck mal nach den anderen. Also wir können ja noch ein bisschen bleiben. Also ruh dich erstmal ein bisschen aus, aber ich schau mal nach deinen Geschwistern. Wo sind die denn? Ich sehe Hanna. Papa, hallo, ja, ich bin hier hallo, oben. Schatz. Hey, viel Papa, Spaß. Kommst du hoch? Schatz, nicht jetzt. Wo ist denn Julian? Auf der anderen Rutsche ist er nicht. Im Babybecken auch nicht. Ja gut, okay, da würde er auch freiwillig nicht rein. Na super, dann frage ich mal. Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn das Problem? Ist jemand am Ertrinken? Nein. Ich wollte Sie auch nicht so erschrecken. Es geht nur darum, falls Sie hier einen jungen Mann sehen, ne, also mit roten Haaren, das ist mein Sohn. Können Sie ihn vielleicht nach da vorne schicken zur Wiese? Ich wollte ganz kurz was mit ihm besprechen. Ich sehe ihn gerade nicht. Oh Gott, ein Kind wird vermisst. Nein. Rote Haare? Oh Gott, nein, das passiert öfters bei dem. Nein, er ist nicht vermisst. Oh Gott. Verstehen Sie doch, nein, das macht er öfters und... Oh Gott, nein, jetzt ist es schon zu spät. Der kommt bestimmt gleich wieder, machen Sie sich keine Sorgen, hätte ich es lieber nicht gesagt. Das kommt davon, wenn man einfach so das Kostüm irgendwo liegen lässt. Dann ziehe ich das halt an. Aber damit rutschen ist schon ziemlich schwierig. Was ist das eigentlich für ein Megakopf, ey? Vorsicht da unten. Vorsicht da unten. Ah nein, das ist nicht seine Stimme. Oh, Entschuldigung. Oh, das war ja gar nicht so schlecht. Ich versuch's nochmal. Also, ich bin das Krümelmonster und ich hab euch alle ganz, ganz lieb. Alles klar, Krümelmonster. Aber kannst du nicht warten, bis wir von der Rutsche weg sind?
Oh, da hast du natürlich recht, kleine Pia. Ich meine, kleines Mädchen, ich kenne dich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du scheinst sehr, sehr nett zu sein. Und hast wahrscheinlich eine nervige Freundin, die Hanna heißt, ja. Du Bernd, komm aus dem Kostüm raus. Wir haben hier ein vermisstes Kind, Alarmstufe Pink. Also raus da. Redet die gerade mit mir? Bin ich? Ah ja, ich bin ja der Typ. Natürlich, natürlich, ich komme sofort. Machen wir uns auf die Suche nach dem Kind oder nach den Keksen. Hey, Krümmelmonster, du bist ja schon wieder da. Ich dachte, du wirst ja später wiederkommen. Nee, ich wollte jetzt schon wiederkommen. Oh, hast du gehört? Hast du gehört? Das ist gar nicht seine richtige Stimme. Du bist gar nicht das Krümmelmonster. Oh, Papa, können wir jetzt nicht langsam mal los? Ich möchte wieder nach Hause. Hier gefällt's mir nicht. Du, hast du einen Jungen gesehen mit roten Haaren? Ja, der ist vermisst. Oh Mann, rote Haare, das ist bestimmt Julian. Nein, ich kenne niemanden mit roten Haaren. Keine Ahnung. Oh, es tut mir wirklich unendlich leid, aber ich habe ihren Sohn bislang nicht finden können. Ach, machen Sie sich doch keine Sorgen. Also, der ist auch nicht vermisst. Der wird gleich bestimmt wieder auftauchen. Ich wette, der hat wieder irgendwas fabriziert und gleich taucht er wieder auf. Ich werde mal kurz nach ihm rufen. Warten Sie nur. Julian, Julian, kommst du bitte? Ich habe Pommes hier und Burger. Oh Mann, sag das doch gleich einer. Ich komme. Boah, war das heiß da drunter. Wo ist der Burger und wo sind die Pommes? Oh Mann, du hattest recht. Also das ist wirklich nicht das Krümelmonster, da war ein Kind ja, drunter. Ja, die Stimme war ein bisschen anders, habe ich gemerkt. Ich bin Krümelmonster-Experte. Oh Gott sei Dank, er ist wieder aufgetaucht. Oh, da bin ich ja froh. Ja, ich bin auch super froh. Ja, das passiert uns leider immer wieder öfters. Julian, ich habe keine Burger und Pommes, also wir sehen uns in einer Stunde. Toll, danke schön. Jetzt habe ich das umsonst ausgezogen. Sag, weißt du, wie schwierig das ist? Na egal, jetzt habe ich noch ein bisschen Spaß hier im Krümelmonster Aquapark und ich bringe mir das Kostüm lieber wieder zurück. Oh, zum Glück ist die Stunde vorbei. Endlich Feierabend, Schulschluss. Und heute ist auch irgendwie gar nichts Schlimmes vorgefallen. Endlich mal ein guter Tag hier in der Schule. Ach, guck mal, da vorne sind auch Becky und Scarlett. Ja. Hey, wir sind mal wieder mit dem Aufzug gefahren. Und was habt ihr so vor heute noch? Ach, eigentlich nichts Besonderes. Ich bin nur froh, dass jetzt endlich der Tag rum ist. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Hanna, musst du hier so im Weg rumstehen? Warum hey, machst du dich so breit? Ich stehe doch gar nicht im Weg. Geh doch einfach da vorne her. Oh Mann, meine Cousine ist echt merkwürdig. Die führt sich immer richtig komisch auf. Finde ich auch. Die hat echt eine merkwürdige Eigenschaft. Hanna, ist das da nicht Dave? Verstehe ich gar nicht. Guck mal. Hä, wo siehst du denn Dave? Da vorne. Ich habe schon den ganzen Tag nicht gesehen. Stimmt, du hast recht, das ist Dave. Okay, Leute, ich verabschiede mich dann mal. Ich gehe mal schnell hinter Dave her. Ich habe ihn echt schon lange nicht gesehen. Ich würde gerne mal kurz mit ihm sprechen. Ich find's echt total krass. Hanna ist schon in einer richtigen Beziehung. Wie so eine Erwachsene. Oh ja, also ich war auch mal in einen verliebt im Zirkus, aber da ist nichts raus geworden. Ich war auch mal in einen verliebt, aber da ist auch nichts raus geworden, weil dann hat er geheiratet und so. Wo ist Dave denn? Der war doch hier gerade noch. In dieser Ecke der Schule war ich auch noch nie. Hier sind ja Fahrradständer und dabei kommt Dave doch gar nicht mit dem Fahrrad zur Schule. Ist der etwa schon weg? Ich sehe ihn nicht mehr. Oder habe ich mich vielleicht verguckt und das war gar nicht Dave? Aber ich sehe hier auch keinen anderen, der so aussieht wie er. Hey du, kann ich dich mal was fragen? Hast du vielleicht meinen Freund gesehen? Also der ist ungefähr so groß wie ich, hat so ein grün-blaues Shirt an, dunkle Haare. Nein, also hier war keiner. Ich habe keinen gesehen. Das gibt's doch nicht, aber naja, dann habe ich mich wohl verguckt, obwohl Pia hat ihn doch auch gesehen. Keine Ahnung. Dann fang doch schon mal an zu essen. Heute gibt's lecker. Hotdog. Guten Appetit. Mama, Hotdogs finde ich richtig klasse. Echt lecker, danke. Also ich glaube, bei Hanna lief's heute richtig gut in der Schule. Sie hat echt keine schlechte Laune, so wie letztens. Nee, heute war in der Schule wirklich alles richtig gut. Also endlich mal ein guter Tag. Ich hoffe, so bleibt's jetzt. Ich werde mich dann auch mal schnell an meine Hausaufgaben machen. Wenn ich schnell fertig werde, kann ich nachher noch was spielen. Also für Englisch sollte ich was im Internet nachgucken. Das mache ich mal als erstes. Irgendwie geht mir Dave aber nicht aus dem Kopf. Warum treffen wir uns irgendwie nie in der Schule? Und wo ist er heute verschwunden? Also was ist da passiert? Hey Hanna, ich wollte dich eigentlich mal fragen, ob wir wieder zusammen spielen können. Emma, tut mir leid, aber ich muss gerade erst Hausaufgaben machen. Ich habe einiges zu tun. Vielleicht später. Na gut, dann frage ich eben Daves Mutter, ob die mit mir Puppen spielt. Daves Mutter? Wie kommst du denn auf Daves Mutter? Na, weil die da unten bei Mama ist. Nur Daves Mutter? Ohne Dave? Was macht die denn hier? Das ist ja komisch. Ich werde sie mal fragen, was sie hier macht. Aber ich wollte doch mit ihr spielen. Dränge dich nicht vor. Naja, ich hatte halt angenommen, dass vielleicht Dave mit zu Hanna gegangen ist nach der Schule. Nee, ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Also heute war er auf jeden Fall nicht hier. Also Hanna hat eigentlich auch in letzter Zeit nicht so viel von ihm erzählt. Also ich kann ihm wirklich nicht weiterhelfen. Ich weiß nicht, wo er steckt.
Also das sieht Dave wirklich gar nicht ähnlich. Der kommt eigentlich nach der Schule immer direkt nach Hause. Oder er ruft eben an und sagt Bescheid, aber ich konnte ihn jetzt nicht auf dem Handy erreichen. Ach, da kommt Hannah. Vielleicht weiß die mehr. Oh ja, hoffentlich. Hallo, wo ist denn Dave? Ist Dave gar nicht dabei? Nee, also Dave ist heute nicht nach Hause gekommen. Ja, genau, deswegen bin ich auch hier, Hannah. Weißt du irgendwas? Weißt du, ob er noch bei einer AG ist oder so? Nee, heute ist Montag, da sind keine AGs. Die fangen erst dienstags an. Ich will mich ja hier nicht so einmischen, aber ich wollte mal ganz kurz was fragen. Haben Sie Lust, mit mir Puppen zu spielen? Ich kann Ihnen gerne mal das Puppenhaus zeigen. Emma, das ist wirklich nett von dir, aber ich bin hier auf der Suche nach Dave. Also ich mache mir langsam echt Sorgen um ihn. Ja, und ich erst. Was ist wohl mit Dave los? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Na toll. Jetzt will hier keiner mit mir Puppen spielen. Dann muss ich wohl alleine spielen, Mann. Na dann, tschüss. Ich bin oben, wenn mich wer sucht. Also ich hoffe mal nicht, dass ihm irgendwas passiert ist. Ich würde gerne einfach mal in der Schule vorbeischauen, ob er vielleicht da noch ist oder so. Hannah, ist es vielleicht nicht gut, wenn du mitkommst in die Schule oder du könntest ihr vielleicht helfen bei der Suche nach Dave? Ja, Hannah, das wäre echt nett, weil ich kenne mich ja in der Schule noch nicht so aus und du bist jetzt ja eine kleine Expertin da. Ich komme auf jeden Fall mit. Hoffentlich finden wir Dave. Ich werde hierbleiben. Ich passe auf Emma auf, aber euch viel Erfolg bei der Suche. So, da wären wir. Das ist ja die Schule. Ja, genau. Und hier ist es total leer. So leer habe ich das Ganze hier noch nie gesehen. Also, Daves Mama, komm mal mit. Ich zeig dir mal, wo ich Dave zuletzt gesehen habe. Also, hier stand ich mit meinen Freundinnen und dann habe ich da drüben rüber geguckt und da habe ich Dave gesehen. Okay, also in die Richtung ist er gegangen? Ja, genau, also er ist genau so gegangen und dann anscheinend hier bei den Fahrradständern oder so verschwunden. Hm, ist hier noch jemand in den Gängen? Ist doch eigentlich schon Feierabend. Oh, hallo Frau Lieb, also wir suchen meinen Freund Dave. Mhm, habt ihr ja nochmal Glück gehabt. Ich wollte gerade die Schule abschließen, nicht, dass ich euch eingesperrt hätte. Hm, also wen sucht ihr jetzt genau, Dave? Ist es ein Schüler? Also ich habe hier niemanden gesehen. Wo soll er denn sein? Hier bei den Fahrradständern. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Heute nach der Schule. Und er ist nicht nach Hause gekommen. Also das ist wirklich merkwürdig. Ich weiß nicht, also ich wüsste nicht, wo er steckt, aber wir können gerne nochmal durch das Schulgebäude gehen. Also hier ist er schon mal nicht. Das ist ja auch die Mädchentoilette. Und hier? Oh, das ist aber jetzt wirklich seltsam. Die Tür ist verschlossen. Aber ich habe natürlich einen Generalschlüssel. Der Schlüssel öffnet alle Türen hier in der Schule. Ob Dave da wohl drin ist? Das ist ja merkwürdig. Wirklich komisch. Es ist ja auch sehr still. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist das vielleicht der Junge, den Sie suchen? Dave? Dave? Ja, das ist Dave. Und er ist am Schlafen. Oh Mann, mein Junge, mein Dave. Der kann auch echt überall schlafen. Wie ist das denn passiert? Eigentlich kann das nur eine gewesen sein. Eine hat ihn hier eingesperrt. Und zwar Ronja, ganz bestimmt.